Na, Freunde, alles klar? Sehr schön, dann begrüße ich euch zur 30. Folge U-Boat. Ihr wisst ja, in der letzten Folge hatten wir einen riesen Konvoi ausfindig gemacht gehabt. Den konnten wir aber leider nicht richtig versenken, weil uns natürlich die ganzen Zerstörer das Leben zur Hölle gemacht hatten. Wir sind dann aber ein bisschen weggefahren. Das Witzige ist ja, dass die ganzen DDs sich dann vereint haben und einfach ganz woanders hingefahren sind. Die sind hier unten irgendwo. Und wir sind dann dem alten Konvoi hinterhergefahren. Allerdings hatten wir dann den kleinen Bug mit dem Glitch, dass das U-Boot so über die Karte geglitscht ist. Und dann laden die Schiffe einfach nicht. Deswegen sind wir dann mittendrin jetzt hier aufgetaucht. Die Schiffe sind dann auf einmal geladen. Ja, und leider wissen die natürlich jetzt, wo wir sind. Ärgerlich. Trotzdem, 30. Folge, kleines Jubiläum. Finde ich ein bisschen doof, dass wir mittendrin starten. Da hätte ich gerne eine neue Feindfahrt geöffnet. Eventuell auch einfach mal zur 30. Folge einen Flugzeugträger entdeckt. Das wäre halt cool gewesen. Wir können es leider nicht ändern. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir schauen erstmal. Also, wir haben jetzt hier unsere Konvoi-Schiffe bzw. unsere Containerschiffe. Und hier ist auf jeden Fall noch ein Zerstörer. Da müssen wir auf ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, das ist der einzige Zerstörer. Und ja, dann würde ich sagen, wir pausieren mal bzw. wir enden mal mit der Pause und schauen mal, was wir so erreichen können. Gut, unsere Mannschaft ist schon überlastet. Das finde ich natürlich nicht so fein. Und wir haben auch nicht sonderlich viel Druckluftreserven. Da machen wir mal den Elektrokompressor an. Der ist nicht so laut wie der Dieselkompressor. Damit wir hier erstmal genügend Luftdruck haben. Druckluft, so rum. So, jawohl. Adler läuft wieder zurück. Der Alu ist auch recht ausgeruht. Den wird man dann auch gleich an das Periskop stellen. An das Beobachtungsperiskop, damit wir hier gleich zwei Schiffe gleichzeitig ja, berechnen können, damit wir hier eventuell auch noch zwei Torpedos raushauen können. Wir können mal gucken, weil ich weiß nicht, wie viele Torpedos wir noch übrig haben. Ah, der Harry ist gerade dran. Kapitän? Kann ich eigentlich auch ohne... Ja, das geht auch. Okay, fünf Torpedos haben wir noch vorne. Wie viel haben wir noch hinten? Ich glaube, hinten müssten wir noch alle beide haben. Ne? Hinten haben wir gar nicht verschossen, wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke mal. Ja, sind noch beide da. Leider haben wir keinen Zaunkönig mehr dabei. Das ist natürlich doof. Den hätte ich mir natürlich sehr gerne aufgespart für den Zerstörer. Ja, dann gucken wir erstmal hier durchs Periskop. Ich sehe hier gar nichts. Das hier backt auch manchmal so ein bisschen rum, dass der dann von Haus aus nicht wirklich wieder, wenn man rangezoomt hat, auf diese 0,6 geht. Wenn man da drauf drückt, das finde ich immer ein bisschen blöd. So, wir haben da ein Schiffchen. Da machen wir mal ein bisschen größer. Und ich würde jetzt sagen, wir versuchen jetzt... Aha, das ist der DDD. Wir versuchen, hoppla, wir versuchen, die Containerschiffe wegzuknallen. Wir versuchen hier wirklich die Priorität auf die Containerschiffe wegzulegen. Weil ihr wisst ja, die Zerstörer werden uns leider nicht angerechnet. So. Mal gucken, ob die bewaffnet sind. Der sieht nicht so aus, als wäre er bewaffnet. Ich finde das ganze Periskop-Setting, das müsste nochmal irgendwie ein bisschen anders gemacht werden. So wie bei Silent Hunter. Das fand ich bei Silent Hunter hier alles tausendmal schöner. Wir gucken mal weiter. Boah, das ist ein großer hier. Und der scheint auch bewaffnet zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, den fokussen wir mal. Einrasten. Dann nehmen wir mal unser schönes Büchlein raus. Das ist er nicht. Das ist er. Ne, das ist er auch nicht. Ne, das ist er auch nicht. Das könnte er sein. Das müsste eine Liberty-Klasse sein. Ja, das sieht sehr nach Liberty-Klasse aus. Drei Masten. Schornstein in der Mitte, ja. Perfekt. So, dann soll Adler ruhig mal. Irgendwas kaputt an dem Boot? War da gerade irgendwas rot oder nicht? Lass uns mal kurz gucken. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Okay, jetzt ist noch an den Diesel. Wir haben die Diesel natürlich noch an. Harry macht die Torpedos fertig. Welcher ist denn der groß? Das müsste der hier hinten sein, ne? Oder? Ja, okay, das ist der ganz hinten. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir können ja jetzt mal von hier oben gucken. Ja, er hat zwei Guns. Ich glaube vorne. Ne, vorne hat er keinen. Also er hat aber auf jeden Fall, ich denke mal, das sind mindestens 8 Achter. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Das tut unserem Boot ziemlich weh. Aber sonst ist hier keiner bewaffnet. Das heißt, wenn wir den rauskriegen,
Und eventuell die Idee, könnten wir auch zur allergrößten Not noch mit unserem Deckgeschütz arbeiten? Nee, die sind alle nicht bewaffnet, okay. Aha, hier kommt aber noch irgendwas angefahren. Und das ist ein Kriegsschiff. Gut, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Dann würde ich gerne mal den kleinen süßen Alu an das Beobachtungsperiskop ziehen. Herr Kaloy. Inaktiv, okay. So, Alu, dann würde ich sagen, wenn wir den schon spotten, könntest du theoretisch ihn hier fertig machen. Torpedo ausrichten. Dann können wir nämlich die zwei. Oh, hier unten ist auch noch ein großer. Oh, der ist aber böse bewaffnet. Der ist böse bewaffnet. Nee, Alu, dann geh bitte auf den. Die zwei holen wir uns auf jeden Fall. Weil die sind schön groß. Dann versuche ich das U-Boot hier ein bisschen durch die Schiffe zu manövrieren, damit eben die DDs uns nicht richtig orten können. Ich weiß, ich habe euch noch das Spiel Destroy Hunter. Ne, Hunter, The Hunter, Destroy, irgendwie sowas. Noch versprochen gehabt. Ich habe das Spiel immer noch nicht verstanden. Ich kam aber auch ehrlich gesagt nicht mehr dazu, das Spiel noch weiter zu verfolgen. Das werde ich aber jetzt demnächst mal machen, weil das Spiel will ich euch unbedingt mal vorstellen. Da wird es auch nicht viele Folgen von geben, weil das Spielprinzip halt wirklich sehr einseitig ist. Und es ist ja auch noch eine Demo, also es ist halt auch noch alles begrenzt. Man soll wohl später auch wirklich frei rumfahren können, im Sinne von hier von A nach B. Das ist dann wieder so eine Sache, die ich dann doch ziemlich feiere. Aber dafür muss ich erstmal das mit dem Ganzen so nah, die ganze Technik dahinter richtig verstehen. Aber er dreht ab hier, ne? Er dreht ab. Okay, die zwei will ich auf jeden Fall haben. Die holen wir uns auf jeden Fall. Wir fahren mal ein bisschen schneller. Ja, da die Idee kommt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gerammt werden. Das wäre natürlich auch nicht so geil. Machen wir mal große Fahrt. Entschuldigung. Ich stelle dir mal einen dazu, dass wir mal äußerste Fahrt machen können. Das Problem, wir sind natürlich jetzt mitten im Gefecht. Da können wir auch keinen abstellen, der jetzt mal hier eine Runde Karten spielt, damit die Moral wieder ein bisschen höher geht. Aber die zwei hätte ich schon echt gerne. Ah, das sollte aber gehen. Das sollte passen. Hoffentlich. Gut, wir haben ja sowieso Kollisionsschaden, haben wir glaube ich noch ausgestellt gehabt. Also da dürfte uns dann zur Not auch aktuell nichts passieren. Hey, komm mal auch vorbei. Alles gut. Perfekt. Aber die zwei dicken Brummer, die will ich unbedingt haben. Die möchte ich gerne unbedingt haben. Komm, Adler, ein bisschen schneller. Hat hier drei Leute, brauchen wir gar nicht. So. Die können wir abziehen. Die sind eh nur inaktiv. Kapitän. Beim Harry ist auch einer inaktiv. Ja gut, weil er am Hecktorpedo ist. Den lassen wir ihm trotzdem mal. Aufpassen, dass wir hier nicht zu nah. Ach, das ist der gar nicht. Ja. Das ist er gar nicht. Ne, das machen wir. Wir greifen wirklich den Konvoi an. Komm, Adler, ein bisschen schneller. Das wäre geil. Jetzt dreht auf uns rein. Oh, das klappt aber. Das klappt aber. Gerade so, ey. Gut, jetzt können wir wieder kleine Fahrt machen. Und der Zerstörer kommt, ne? Der Zerstörer kommt auch. Komm, Atlant, ein bisschen schneller. Mal hier, selbst der Alu ist schon fast fertig. Was ist los mit dir? Ah, er ist nicht mehr ganz fit. Na gut, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Nur wenn er so weitermacht, dann haben wir echt ein Problem, dass der uns dann wegfährt. Weil aktuell steht er echt geil. Aktuell steht er echt richtig gut zu uns. Ach komm, wir riskieren's. Wir riskieren's. Hoppla. So, Torpedo. Was ist das denn? Ach, das ist der Alu. Hi, Alu.
Rohr 2, bewässern. Das sieht so geil aus. Als würde der Arno dann die das erste Mal mit Periskop spielen. Wie geht denn das hier? Hopp, hopp, auf Ruder, los! Das ist schon geil gemacht, ey. Okay, so, Torpedo ist raus. Sonarwellen, Herr Kalle. Oh, habt ihr es gehört? Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Aber Harry macht heute seinen Job. Das freut mich. Wir zoomen mal ein bisschen näher ran. Ein bisschen höher. Das sind natürlich Riesendampfer, ne? Ich mag diese Riesenteile. Erst recht, wenn sie auf dem Meeresboden liegen. So, wie sieht's aus? Komm schon. Dieses Periskop. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Okay, das heißt, es müsste gleich 30 Sekunden sein. Ach, hallo, es ist so süß, was du mit dem Periskop machst. 40 Sekunden bis okay. Torpedo einschlägt. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Wasserbomben. Was? Wasserbomben. 30 Sekunden. Oh, Mist. Schneller, schneller. Jawohl. 20 Sekunden. Da haben wir jetzt geträumt, ey. Da haben wir jetzt geträumt. Treffer. Jawohl, schönes Ding. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zugfahrt, Jungs. Fahr. Da haben wir jetzt echt geträumt. Ich war jetzt zu sehr von Alu abgelenkt. Sehr gut. Aber ganz ehrlich, wenn der die so dicht abschmeißt, dann müsste er sich doch eigentlich auch selbst beschädigen. Okay. Ah, er bremst ab. Er bremst ab. Hoppla. Wie kann ich denn das nochmal drehen hier? Jetzt habe ich, was habe ich denn jetzt gemacht? Hoppla, Entschuldigung. Das war mein Desktop. So. Ich würde ja mal gerne so ein Bild haben, ne? Wo man beides so sieht, aber leider nicht. Gut, da müssen wir echt aufpassen. Na, er dreht wieder rüber. Das bedeutet, wir drehen jetzt voll rein. Na komm, fahr auf uns drauf. Jawohl. Aber ich weiß nicht, so richtig beschädigt haben wir das Ding nicht, ne? Ja, soll er doch schmeißen. Wenn er die Geschwindigkeit hält, ist alles gut. Dann ist alles gut. Ja, unser Turm trifft auch nicht. Ja, alles gut. Perfekt. Perfekt. Jetzt los. Gas. Jawohl. Perfekt. Perfekt, okay. Den habe ich jetzt wirklich nicht so schnell bei uns erwartet. Da bin ich ehrlich. Also da, der hat mich echt überrascht. Der hat mich echt überrascht. Okay, jetzt drehen wir nochmal ein bisschen nach da. Gucken mal. Wie sieht's aus bei Alu? Alu hat ihn anscheinend auch schon. Ja, bei 99%. Ah, den haben wir natürlich jetzt nicht ordentlich erwischt hier, ne? So, dann warten wir mal. Drehen das Boot noch ein bisschen. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Der Adler könnte aber eigentlich schon mal... Warum ist denn der Adler jetzt im Bett? Das gefällt mir aber eigentlich nicht so. Ist das noch ein DD? Nee, jetzt habe ich schon Angst gehabt. Okay, hallo.
Bist du bereit für deinen ersten Torpedo? Ich würde sagen, den verfolgen wir uns dann auch mal. Rohr 3 bewässert. Ach, was mache ich denn? Feuer. Los! So. Da ist der Torpedo. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ah, bis jetzt sieht er nicht schlecht aus. Bis jetzt sieht er nicht schlecht aus. Bis jetzt hat Alu alles richtig gemacht. Wie gesagt, für die Leute, die sich jetzt als fragen, Alter, warum redet der, als wäre Alu ein kleines Kind? Alu ist halt der Jüngste bei uns im Team. Also im Adlerwache-Team. Und da ziehe ich ihn halt immer ein bisschen gerne mit auf. So, mal schauen, ob Alu hier alles richtig macht. Oder ob der Torpedo eventuell dann auf einmal wieder wegknickt. Noch sieht das gar nicht verkehrt aus. Noch sieht das wirklich nicht verkehrt aus. Ich will nur mal umdrehen. Da ist der Zerstörer, da ist unser Schnorchel. Noch ist alles im grünen Bereich. Noch ist alles im grünen Bereich. Ah, er könnte ganz knapp... Nee, der müsste reingehen. Nee, der geht rein. Der geht rein. Wenn er jetzt nicht abdreht oder sonstiges macht oder hier wie ein Wal aus dem Wasser springt, müsste eigentlich alles super sein. Der kommt sogar mit Schiffs. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Ah, der kommt sogar mit Schiffs. Ah, das könnte wehtun. Das könnte wehtun. Ja, der kommt gut, Mädels. Der kommt wirklich gut. Ah, siehste, da kam er wie Flipper aus dem Wasser. 20 Sekunden. Bam! Schönes Ding. Schwere Schäden am Rumpf. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob der wirklich sehr schwere Schäden hier hat. Oh, Alter. Ja, also ein Loch hat er auf jeden Fall, ne? Ein schönes Loch hat er auf jeden Fall. Aber vom Schaden her sieht das nicht sonderlich gut aus. Also da glaube ich nicht, dass der untergehen wird. Hätte man doch gleich mal zwei geschossen. Weil der geht nämlich auch nicht unter. Nee. So. Adler, wie sieht's aus? Du musst leider wieder ans Periskop, mein alter Freund. So, Alu, komm, hau da noch einen zweiten rein. Kann ich den mitnehmen? Bewässern! Rohr 1 bewässert. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden mehr, Kaloi. Ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Aber der andere scheint doch... Ja, die haben ihn auf jeden Fall aufgegeben. Das ist schon mal gut. 20 Sekunden. Den können wir uns dann nur dann noch jagen. Ja, jetzt versucht er nochmal Gas zu geben. Wieder in die gleiche Stelle rein. Bis Einschlag. Schwere Schäden am Rumpf. So, jetzt will ich aber auch deinen Untergang sehen. Jetzt möchte ich auch deinen Untergang sehen. Ich habe immer Angst, dass das ein DD ist. Ist es aber Gott sei Dank nicht. So, ist Adler wieder auf Position. Perfekt. Und dann bitte einmal den DD. Dass wir ihn zumindest mal berechnet haben, dass wir zur allergrößten Not wirklich nochmal ein Torpedo draufhauen können. Ja, der geht unter. Hoffe ich zumindest. Oh, der ist nur halb voll gelaufen. Die Dinger sind aber auch echt stabil, ey. Die sind echt stabil. So. Dann machen wir mal... Drehen wir mal ein bisschen. Legen Sie den Kurs an. Steuerbord. Du Befehl.
Damit wir natürlich dann schön zum DD stehen. Obwohl ich echt ungern auf den ein Torpedo schießen möchte. Jetzt gerade vor uns wäre, das wäre geil. Das wäre echt geil. Aber wir haben halt auch nur 50% ermittelt. Der Alu könnte eigentlich schon mal den nächsten ermitteln. Und das wäre dann der Kleine hier hinten. Herr Kaloy? Hoppala. Herr Kaloy? Na? Kapitän? Herr Kaloy? Torpedokurs berechnen. So. Ich habe vergessen, dass es ja R2 sei schon. Rechte Maustaste ist. Nee, das gefällt mir noch nicht. 61% und er dreht auch ein. Wenn wir jetzt, glaube ich nicht, dass der treffen würde. Die Frage ist, was würde er jetzt machen, wenn wir abstoppen? Bleibt er dann stehen? Haben wir dann die Möglichkeit, ihn dann doch eine reindrücken zu können? Ich weiß es nicht. Können wir auf jeden Fall schon mal ein Torpedo klar machen. Was haben wir denn? Pit 2. Okay. So, schauen wir mal. Ey, der Winkel passt nicht. Der Winkel passt mir nicht. Bestätigt. Nee, halt. Wir wollen nach da drehen. Der Winkel passt nicht und er dreht als weiter rein. Das macht nicht viel Spaß. Nein, nein, nein. Das wird nichts, Freunde. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nichts wird. Kurs setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Er sieht nicht schlecht aus, da ist der Torpedo. 20 Sekunden. Das sieht ganz geil aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Boah, geiles Teil. Geiles Ding. Schwere Schäden am Rumpf. Ja, schwer. Selbst schuld. Der ist auch hinüber. Der macht gar nichts mehr. Der macht gar nichts mehr. Das war geil. Das war wirklich gut. Aber wir haben nur noch ein Torpedo vorne. Und ich weiß, dass hier noch irgendwo so ein kleiner, bescheidener... Wo ist denn der hin? Da oben. Der haut ab. Der haut ab. Das ist nicht verkehrt, dass der abhaut. Jetzt gucken wir aber nochmal in aller Ruhe nach. Ob hier noch irgendwas ist, was... ist jetzt der eine eigentlich komplett gesunken? Ne, der ist nicht gesunken. Und der ist nicht gesunken. Aber die haben beide die Schiffe aufgegeben. Das ist gut. Also die Bewaffnung ist dann schon mal außer Gefecht gesetzt. Das bedeutet, Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt noch zwei Torpedos. Ne, drei Torpedos. Hinten haben wir ja zwei. Dass wir auf jeden Fall... da auf die Dings-Frachtschiffe gehen. Und dann werden wir hier warten, bis die alle weggefahren sind. Auftauchen und die dann alle mit der Bordkanone zerschießen. Ja, das ist eine gute Idee. Gut. Dann Alu. Achso, welchen macht denn Alu gerade? Den macht Alu. Dann kannst du, Adler, eigentlich ihn hier machen. Torpedo ausrichten. Obwohl, nee, eigentlich ist der besser. Torpedokurs berechnen. Weil dann können wir den nämlich gleich mit Mac-Torpedo beschießen. Ja, so werden wir das tun.
Okay, Alu. Kapitän? 91% Alu. Meinst du, das schaffst du? Ich würde es dir gönnen. Ich würde es dir gönnen, mein Junge. So. Hauen wir das Ding mal raus. Und Feuer. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Gucken wir uns das Ding wieder an hier. Da ist er. Ist ungefähr so ist er gerade. Ja, das wird was. 20 Sekunden. Das wird was, Alu. Das könnte dein zweites Schiff werden. Ist zwar nicht wirklich groß, das Ding. Und tschüss. Jawohl, Alter. Zucker mit. Ja, dem haben wir das Rückgrat gebrochen. Der ist hinüber. Geiles Ding. Alu, du machst dich langsam. Du machst dich langsam. Das freut mich. So, dann würde ich sagen, das ist der nächste. Ja, da kommt leider auch der Kleine. Ich würde es schon fast wieder riskieren, Freunde. Ihr wisst, dass ich verrückt bin. Ihr wisst, dass ich verrückt bin. Ich würde schon wieder... Wir stellen uns hier dran. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Passt auf. So, kleine Fahrt. Wir werden auftauchen. Jetzt werden sich wahrscheinlich manche fragen, Alter, Adler, hast du sie nicht mehr alle? Du willst auftauchen, da hinten kommt eine Korvette auf dich. Ja, das weiß ich. Aber ich will mich hier hinter ihnen so ein bisschen verstecken und hoffe einfach, es ist sehr riskant, keine Frage, es ist sehr riskant, dass wir hier einfach so über dieses Schiff schießen können und dann mit dem Deckgeschütz einfach auf ihn hier draufballern. Weil der Adler, der ist halt ein wirklich alter Hase. Der kann das eigentlich immer ziemlich gut. Der Alu könnte jetzt eigentlich hier schon mal das Schiff hier... Torpedo ausrichten. Ausrichten. Und du gehst gleich ans Deckgeschütz. Jawohl, wir sind oben. Adler ans Deckgeschütz. Wo sind die 8-8er? Kann ich nicht auswählen. Mist, wir müssen das selber machen. Okay. Posten verlassen. Alle mitkommen. Die lebensmüde sind wie ich. Ach, jetzt habe ich eine Taschenlampe angemacht. Wie mache ich die denn wieder aus? Egal. Wir haben jetzt keine Zeit. Ich glaube F, ne? Für Flashlight. Okay. So, schnell runter, 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 runter. An das Deckgeschütz. Adler. Du schießt sie drauf. Genau, das will ich hören. Das ist mein Adler, wie ich ihn kenne. Ich hoffe, dass er uns hier nicht in den Turm reinschießt. So, wir lenken mal ein bisschen weiter nach Backbord. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wir machen hart Backbord. Weil auf die Distanz ist es für ihn natürlich auch sehr schwierig, uns zu treffen. Ne? Wir sind halt, wir haben eine kleine Wassersilhouette, also wirklich nicht groß. Das wird auch für ihn schwierig. Also da haben wir schon eher den Vorteil, ihn zu treffen. Klar, die Reichweite ist jetzt schon nicht ohne. Da muss man... Oh, Alter, jetzt mit Schrecken gekriegt. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir das Schiff hier vor uns nicht rammen. Das sieht aber alles ganz gut aus. Ich würde mir das Schiff ja gerne mal angucken. Hä? Schießt du da noch nicht? Doch, er schießt. Er schießt auf uns. Anscheinend schon. Man hört es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das von uns ist oder ob das von dem ist. Also sehen tue ich es nicht, dass er schießt. Nee, die schießen auf uns. Hier war eben eine Wasserfontäne. Aber man, sonst hat man doch immer gesehen, wie sie geschossen haben. Das finde ich ein bisschen doof. Oh, Treffer, sehr schön. Ja, jetzt hat man gesehen, dass er geschossen hat. Direkt an den Bug.
Aber ich muss leider zurück, Freunde. Wir können es uns so nicht angucken. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir so. Jetzt machen wir gerade. Und. Sehr wohl, Herr Kaloy. Also ganz kleinen Tick nach Steuerbord. Kurs auf diese Korn. Ei, ei, Herr Kaloy. Jawohl, oh, habt ihr gesehen? Das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Komm, noch so ein Treffer und das Ding ist eventuell weg. Weil es ist kein stark gepanzertes Schiff. Die 8-8er macht ja, er auf jeden Fall. Ja, wir haben's! Oh, er hat sogar ein Bug verloren. Sehr geil. Sehr, sehr schönes Ding. Sehr gut. Dann Maschinenstopp. Ja, da ist er. Alter Verwalter, ne? Geil. Sehr geil. Und er hat uns auch nicht getroffen. Oh, wir haben uns ja hier auch gut verschanzt, ne? Das ist ja das, was ich wollte. Also der Plan ging auf. Der Plan ging wirklich auf. So, jetzt haben wir noch 2 Hecktorpedos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie viel Schuss haben wir denn eigentlich noch? 35 ZZ. Was ist ZZ? Zeitzünder? Ich weiß es nicht. Wenn das einer von euch weiß, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich dachte mal, die ZZ, das wären die Leucht... Wir müssen das mal testen. Aber hier sind wir auf jeden Fall zu nah dran. Da würde ich sagen... Legen Sie den Kurs an. Ich denke mal, dass wir Jawohl. Nicht alle versenken schneller, werden können. Schneller. Dafür, wir haben auch nur 35 Schuss. Also das wird... Gut, wir haben auch noch 2 Torpedos. Das ist auch nicht verkehrt. So, Alo, welches hast denn du jetzt? Welcher ist denn das? Der hier ist das. Ja, das passt doch ganz gut. Dann fahren wir jetzt erstmal... nach da vorne. So ungefähr. Zu Befehl. Kurs setzen. Jawohl. Gut, dann gehen wir jetzt hier an Adler ran. Und dann schauen wir mal. Ne, es scheinen normale Granaten zu sein. Sie machen auf jeden Fall Schaden. Ja. Es scheint panzerbrechende Granaten zu sein. Ah, nee. Wie war das nochmal? Nee, das war die falsche. Ich glaube, alt war das, ne? Ja, das wollte ich machen. Wechseln auf E-Motor. Nein, ich wollte nicht auf E. Das Wechseln auf Dieselmotor. So, alles schon so richtig. So. Komm schon. Nicht zu viel verschießen. Weil die 2 hinter uns, die brauchen ja auch noch. Ich würde sagen, so 3 schießen wir noch drauf und dann das muss das mal sein. Denn aus laut der Statistik. Wie viel Leben hat er noch? Ah ja, wirklich viel verloren hat er nicht. Legen Sie den Kurs an. Da fahren wir doch mal genau neben ihn. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Ah, der Alu ist auf fast platt. Da müssen wir aufpassen. Der Alu ist fast platt. Hallo.
Jetzt komm, geh unter. Tu mir den Gefallen. Können ja hier mal voll auf den Schornstein schießen. Feuer an Deck. Sind das HE-Granaten? Ich weiß es nicht. Mehr würde ich jetzt... Oh, sehr schön. Mehr würde ich jetzt auch nicht auf ihn drauf schießen wollen. Ich hoffe, das war's für ihn. Sag, zwei Torpedos haben wir noch. Ja, sehr geil. Zwei Torpedos haben wir noch. Ja. Den haben wir zerrissen. Darunter müssen wir dann auf jeden Fall nochmal. Dann will ich mir zumindest nur mal einen Punkt setzen, dass wir Bescheid wissen. So. Okay. Dann wissen wir da Bescheid. Dann soll Adler doch mal Posten verlassen. Weil die zwei dicken Schiffe, die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen, Freunde. Hallo? Da machen wir jetzt einen Überwasserangriff. Torpedokurs berechnen. Welches Schiff war das, was alle angewiesen hatte? Ich glaube, das war das hier, ne? Auf jeden Fall leider weg. Ah, der Große ist schon gesunken, ne? Ist der eine Große doch gesunken? Ich weiß es nicht. So, wo sind wir? Wir sind hier. Aber wir müssen mit dem Hecktorpedo angreifen, ne? So war das doch. Okay. Dann fahren wir so. Und so. Ich muss mich ausruhen. Ja, hallo. Hast gute Arbeit geleistet. Geh mal ins Bettchen. Schlaf mal eine Runde. So. Und wir. Nicht zu weit drehen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und wir werden versuchen, das eine Schiff hier noch fertig zu machen. Rohr 5 bewässert. Rohr 5 bewässert. Und Feuer. Los! Und Feuer. Sekunden bis Torpedoanschlag. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 10 Sekunden bis Einschlag. Und tschüss. Jawohl. Geil. Sehr, sehr geil. So, welcher ist größer? Das ist nochmal so ein kleiner wie eben. Rohr 5 geladen. Ah, nehmen wir den hier mit, hä? Nehmen wir den hier. Obwohl, das ist auch ein Norweger. Das sind alles Norweger. Torpedo ausrichten. Ich weiß halt nicht, wer mehr... Der sieht halt nicht wirklich aus, als hätte der wirklich viel Tonnage. Also ich glaube schon, dass der hier ein bisschen größer ist. Nehme den. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, halbe Fahrt. Schneller, schneller! Ah, er versucht abzudrehen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gut, das reicht uns schon. Dann wollen wir mal unseren letzten Torpedo hinten reinmachen, so wie es sich gehört. Rohr 5 bewässert. Fahrt mal kurz. Und Feuer.
Da ist er. Achso, ich muss das zumachen. Und dann schauen wir doch mal, ob der Kollege auch noch sein Ziel treffen wird. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ja, das sieht bis jetzt gut aus. Das sieht jetzt doch ziemlich gut aus. Ja, das müsste was werden. 30 Sekunden. Das müsste was werden. Ja, der geht sogar mit Schiffs, würde ich sagen. Ja, vielleicht ein Tick dahinter. 10 Sekunden bis Einschlagen. Und Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Ja, hoffen wir mal, dass das Feuer sich gut ausbreitet. Und hier eventuell noch eine Explosion folgt. Weil vom Schaden her bin ich gerade noch nicht so wirklich überzeugt. Ja, doch. Jetzt geht noch mal ein bisschen Schaden. Bitte geh unter. Tu uns den Gefallen. Anna Caroline. Komm schon, süße kleine Anna. Geh mal unter. Ja, das war schon mal gut. Jawohl, sie verlassen das Schiff. Oder? Jetzt haben sie das Schiff verlassen. Und es sieht danach aus, als würde die kleine Anna untergehen. Sie ja. Gehen unter. Die ist auch hinüber. Sehr geil. Sehr schön. Ich bin sehr, sehr begeistert von meiner Besatzung. Die haben das wirklich gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt würde ich sagen, fahren wir aber mal zurück. Hierhin müssen wir. Um einfach zu schauen. Oh, da ist noch ein Schiff, ey. Da ist noch ein Schiff. Wie viele Schiffe sind denn hier? Hoffentlich kommt jetzt nicht noch irgendein Schiff à la Zerstörer oder sowas. Da habe ich gar keine Lust drauf. Oh, guck mal hier, der hat sich sogar gedreht. Der hat sich sogar noch mal gedreht. Aber der eine scheint doch wirklich noch runtergegangen zu sein, ne? Okay. Kurs setzen. So, Maschinenstopp. Adler, wir brauchen dich noch mal. Posten verlassen. Wir möchten gerne dieses kleine Schiff da hinten noch versenken. Ich mal mit der Vierlingswack drauf schieße. Warum nicht? Wir haben genug Munition. Ja, eigentlich auch hier ja! runter. Echt? Hat's doch was gebracht. Ich weiß es nicht. Wir warten mal kurz ab. Das wäre natürlich geil. Dann hätten wir uns auf jeden Fall noch für die 8 Achter ein bisschen was gespart. Ja, er geht tatsächlich unter. Sehr gut. Perfekt. Geil. Da bin ich doch positiv überrascht. Das hat mir gefallen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du kannst schon mal den Funkspruch wegknallen. Wir fahren hier lang. Und versuchen uns noch ein Schiffchen. Aufpassen, da kommt irgendwas zu uns gefahren. Okay, das ist der Kleine. Der ist aber auch nicht bewaffnet, ne? Nee.
Warum fährt er denn jetzt so auf uns zu? Das verstehe ich aber nicht so wirklich. Gut. Jetzt sagen wir, packen uns den hier, ne? Ich hoffe ja mal, dass 15 Schuss reichen. Legen Sie den Kurs an. Gut. Nein, Atlas ins Bett. Der Adler ist ins Bett. Gehen wir nochmal hoch. Nein! Oh, Navigation. Da müssen wir gleich den, wie heißt er? Den Alu wieder dran aufziehen. So, dann warten wir mal kurz. Alu, ja, Alu ist auch wieder ausgeruht, passt doch. Alu an Kartentisch bitte. Obwohl, nee, wir machen das anders. Alu soll ja ein bisschen leveln. Ich würde sagen, der Adler geht. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Du hierhin. Und Adler, du gehst bitte mal an den Kartentisch in der Zeit. Wir wechseln einfach mal. Dass der kleine Arlo hier heute wirklich seine Erfolge feiern kann. Jawohl. Kapitän. So. Zu Befehl. Okay. Schießen wir wieder hier auf den Dings. Das war ja eben gar nicht so verkehrt. Das war leider nichts. Sechs Schuss haben wir noch. Drei Schuss noch. Zwei. Feuer am Deck. Jawohl, sehr schön. Feuer ist immer gut. Achtung. Ja, das war's. Gut, dann fahren wir neben den. Und zur Not schießen wir halt nochmal mit der Flak drauf. Das hat ja eben auch was gebracht. Das hat ja eben auch was gebracht. Komm, breite dich schön aus. Nee, sie kriegen es leider gelöscht. Ah, ärgerlich. Wie viel Leben hat denn das Schiff eigentlich, ne? Herr Kaloy. Oh, ist leider noch ein bisschen was dran. Da ist leider noch ein bisschen was dran. Schneller, schneller! Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Obwohl. Oh ne, ich dachte, er geht gerade mit seinem Hintern hinten runter. So. Okay. So, alle, dann komm. Herr Kaloy. Posten verlassen. Die Vierlingsflak. Zu Befehl. Dann gehen wir. Ich würde das Boot gerne nochmal etwas drehen. Legen Sie den Kurs an.
Bestätigt. Und Dampfmaschinen, nee, wir haben, machen wir mal halbe Fahrt. Schneller, schneller! Damit wir hier noch ein bisschen besser drankommen. Hier wird alles niedergeschossen. Kapitän? Hoppla. Kleine Fahrt. Bruder. Mitches. Oh, das geht echt gleich unter. Das geht echt gleich unter. Schießen wir nochmal hier schön auf die Ware. Geht mal mit euren Rettungsbooten da weg. Jawoll. Geil. Ja, die Felix-Wrack macht mir Spaß. Dann würde ich doch sagen, fahren wir doch gleich nochmal weiter. Zu dem Kollegen hier oben. Volle Fahrt voraus. Schneller, schneller! Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Gut. Was ist das Schiff? Bisschen weit weg. Herr Kaloy? Ein bisschen weit weg. Da würde ich sagen, Maschinenstopp. Und wir warten mal kurz. So. Sehr gut. Und das, obwohl wir mit Panzerbrechen schießen. Also ich sag mal auch mit der... Ja. Jawohl. Ist das geil. Also tatsächlich genau, dass die Feeling so ein Durchschlag hat, um hier wirklich diese Schiffe zu versenken. Das ist halt die Frage aller Fragen. Hier oben waren doch, glaube ich, noch welche, ne? Legen Sie den Kurs an. Gucken, ob wir die auch noch finden. Schneller, schneller! Ah, er speichert. Er speichert, Freunde. Also das war ja wohl mal eine richtig erfolgreiche Feindfahrt. Was ist das denn? Mal gucken. Weil ich glaube, eins oder zwei Schiffe müssten doch noch überlebt haben. Ah, wir sind viel zu weit raus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Und wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind aufgetaucht. Kurs, das macht mir schon ein bisschen Angst. Alarm! Auf Gefechtsstation! Nein, nicht 12 drücken. Feindliche Flugzeuge auf 10 Uhr. Das war jetzt nicht mein Plan. Herr Kaloy? Nein, wir gehen kein Risiko ein bei Flugzeugen, ihr wisst, bei Flugzeugen sind wir schon jedes Mal. Alarm! Alarm tauchen! Los, alle rein. Alle rein, wir wollen hier niemanden verlieren. Bei Flugzeugen sind wir schon einmal so dermaßen aufs Gesicht gefallen, das tun wir uns nicht nochmal an. Das tun wir uns definitiv nicht nochmal an. Deswegen schnellstmöglich abtauchen. Na komm schon. Beeil dich. Jawohl. Wechseln auf E-Motor. Warum denn auf E-Motor? Achso, ja, weil wir komplett drüber gehen. Alles klar, habe ich schon verstanden. So.
Flugzeug scheint aber auch wieder weg zu sein. Okay. 30. Gehen auf 70 Meter. Das sollte uns reichen. 70 Meter sollte uns reichen. Ei, ei, Herr Kaloy. 2 für den Kartentisch. 50. Und auf der Tiefe bleiben wir jetzt auch. Wasserbomben. Puh, das war knapp. 60. Hallo, wie viel Ausdauer hast du noch? Das geht. Dann geh du mal bitte bestätigt auf die... Nein. Bitte einmal den Kurs bestimmen. Bitte einmal den Kurs bestimmen. 70. Gut. Soll da alle noch ein paar... Bestätigt. ...dazu bekommen. Was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Was ist das denn hier? Ein deutsches U-Boot. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. So, ich würde sagen, wir fahren aber trotzdem jetzt schon mal hier Richtung Heimat. Jetzt hier die Patrouille aufzukriegen. Gut, jetzt gehen wir erstmal wieder auf die gute alte Zero-Tiefe. Also alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, Harry, spiel doch mal mit den Jungs ein bisschen Karten. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und du kannst es eigentlich auch. Sehr wohl, Herr Kaloy. Auf sehr hohe Tiefe. Hallo, du eigentlich auch. Ah, ne, können nur zwei. Okay. Können nur zwei. Dann bauen wir noch die Dieselkompressoren an. Und alles ist super. Alles ist super. So gefällt mir das, Freunde. So gefällt mir das. Jetzt versuchen wir nur noch hier. Sehr schön. Die Patrouille zu beenden. Und dann geht's ab nach Hause. Jawohl, schön. Wir haben es geschafft. Okay. Dann würde ich sagen, Faxe an das Funkgerät, damit wir das noch wegmachen können. Und dann lassen wir uns auch auf den Hafen raustreiben, wollte ich gerade sagen. Gleich auf den Hafen spawnen, weil sonst dauert das einfach zu lange, Freunde. Sonst dauert das einfach zu lange. So, 3 Tage fahren wir bis zur Heimat, seht ihr? Das hätte auf jeden Fall ziemlich Zeit gekostet. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Jungs fertig, also schicken die in den Fronturlaub, werden das U-Boot noch betanken und aufmunitionieren. Und ja, dann war's das mit der Folge. Mal gucken. Also der kleine Lotto, wollte ich gerade sagen, der kleine Alu müsste jetzt eigentlich auch einiges an Erfahrungspunkten bekommen haben und sollte hier eventuell auch mit Orden ausgezeichnet werden. Wir schauen es uns mal an. Jawohl, Alu erhält das Eiserne Kreuz 2. Klasse und auch das 1. Klasse. Sehr schön. Das freut mich. So, dann der Faxe.
bekommt nichts. Der Luca, zwei Leben gerettet von Hans Stach, okay. Dann kritischer Wassereinbruch im Bugtorpedoraum gestoppt, sehr gut. Und der Harry hat wie immer das gemacht, was Harry am besten kann. So, bekomme ich hier auch ein bisschen was. Sehr gut. So, versenkt. Unsere Information besagt, dass dieses Schiff in Norwegen registriert war. Es transportierte medizinische Versorgungsgüter von Liverpool nach Murmansk, ja? Das gleiche hier auch. Jawohl. Also das hat sich alles... gelohnt. 68.799 Bruttoregistertonnen haben wir versenkt. Er speichert. So, dann würde ich sagen, als allererstes hier erstmal brauchen wir Torpedos. Ja, das haben wir eigentlich noch alles genug. Lebensmittel. Könnten wir den Jungs nochmal, was ist das hier? Exotische Früchte, haben sie noch? Ja, dann kriegen sie hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gemüse und ein bisschen Brot. So, Munition. Großkalibrige Munition, okay. Nee, LG ist Leuchtgeschoss, aber ich weiß nicht. Hier, großkalibrige Munition. ZZ-Munition ist so eingestellt, dass sie erst nach einiger Zeit detoniert. Also doch ein verzögerter Zündzeitpunkt. Okay. Womit die Chance steigen, ein Flugzeug im Schussbereich zu treffen. Okay, dann würde ich aber sagen, wir nehmen einfach die normale mit. Deckgeschütz. Zack. Zack. Und die großkalibrige HE-Munition nehmen wir auch noch mit. Ach, sind schon voll. Okay. Das war's Deckgeschütz. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen... Warum kann ich das nicht? So, das haben wir auch. Kraftstoff gibt es natürlich auch für das U-Boot. Zack, Torpedos. Ja, Torpedos sieht leider echt mau aus, ne? Also, wir haben jetzt hier wirklich nur noch T3. Das ist echt nicht so schön. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. T3. Den Loot, den mag ich eigentlich auch nicht so gern. Weil das ist, glaube ich, der immer so sehr schnell dann abhaut. Ja, mehr Torpedos würde ich erstmal nicht laden. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Das machen wir echt beim nächsten Mal. Vielleicht haben wir dann Glück, dass dann wieder neue Torpedos dabei sind. Aber ich würde sagen, erstmal gehen wir zum leitenden Offizier. Und schicken die Leute jetzt erstmal in den Fronturlaub. Und zwar ordentlich hier. 14 Tage können die ruhig mal gehen. Hauptquartier haben wir ja nichts mehr. Durch Kontakte... Mannschaft erhält zusätzliche Erfahrung. Okay. Ja, ich würde sagen. Machen wir doch das hier. Disziplinstrafe haben wir ja auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir können ja mal hier sie nach Frankreich raushauen. Solange wie Frankreich noch besetzt ist von uns. So, die Jungs haben Landgang und alles weitere, Freunde, würde ich sagen, machen wir doch in der nächsten Folge, bevor wir auslaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir hat es richtig viel Spaß gemacht und dann sehen wir uns dann bei der 31. Folge U-Boat wieder. Ja, bis dahin, euer Adlerwache und habt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut!